Ja, das denke ich. Wir heißen Franui. Früher haben wir uns Gedanken gemacht, heute nicht mehr. Früher haben wir hauptsächlich Traummärsche gespielt, oft auch die ganze Nacht durch. Und heute spielen wir auch No Traummärsche. Zum Beispiel den ersten, der heißt Der letzte Seufzer. Nummer 24. Wie wir vor 20 Jahren umgehängt haben, zu spielen, haben wir uns im Winter gedenkt, vielleicht sollten wir uns nächstes Jahr einmal auswärtig vor, ein Tor aus vor, um zu schauen, was es tut, wie man auf Sam und Leiden das, was wir spielen, auch so viel letztes befolgt wie da. Da sind wir beim Tore außen gegangen, also wir, wie alle wissen, noch außen für Karten kommen. Außen für Karten ist schon einmal ganz eine andere Welt. Lass mal weiter zu den Oberteilen, dann Oberteilen. Und dann habe ich gesagt, wie jetzt? Links oder rechts? Wohin? Der Mann. Das wissen die wenigsten Leute. Beim Oberteilen, das sagt man, seit man mit Autofahrt, sagt man beim Oberteilen, muss man abzweigen. Wenn man nur zu Fuß gegangen ist, dann hat man gesagt, bei der Bundbrücke. Also die Bundbrücke ist über den Vergraterbach drüber, eine Holzbrücke, die was draußen steht. Und was die wenigsten auch wissen, ist, auf der Bundbrücke gibt es ein Orakel. Also, da kann man hingehen zu fragen, wenn man das nicht weiß, kann man in die Bundbrücke zum Orakel gehen. Die Sphinx sitzt da, in der Mitte von der Brücke. Das alle kennen, die Sphinx. Wir sind auf jeden Fall hingegangen und haben gesagt, heil dir, grässliche Sphinx. Wie soll man tun? Links oder rechts? Und die Sphinx hat gesagt, sind es Gegenfrage. Das hat man verraten, gell? Innen oder außen verraten? Dann ist mir eingefallen, unser Volksschullehrer Schopenhauer hat gesagt, nicht ist Nindost und etwas ist überall. Also etwas ist überall und nichts ist nirgends. Hat er gesagt. Und haben wir uns gedacht, so gesehen ist eigentlich wurscht. Ob wir sind links oder rechts abholen. Gehen wir am Bach, 80, haben wir uns gedacht, Richtung Lienz, nicht? Weil da können wir noch, schauen wir mal. Dann sind wir auf Lienz gegangen, dann sind wir von Lienz weiter auf Wien, und dann sind wir von Wien auf Moskau, und von Moskau auf Novosibirsk, und von Novosibirsk auf Shanghai gekommen, und immer so weiter. Dann sind wir in Paris gewesen, und von Paris sind wir auf Straßburg. Haben wir mal kennengelernt, den André Willens, der mit uns in Frankreich oft auftretet seitdem, wenn er liest und wir spielen. Und er scheint wahrscheinlich am weitesten hergefragt für alle Franui-Fans, nämlich aus Paris. Den André Willens muss ich herzlich begrüßen, Burschen.
schön, ich bin von links gekommen. Wir sind auf jeden Fall von Straßburg weiter zum Bodensee. Vom Bodensee haben wir Fischburg und dann sind wir Sterkzen gewesen. Dann haben wir einen Grundeck, euer Nachhinein, und dann sind wir auf Innichen gekommen und zuletzt zum Oberdaler. Von der rechten Seite natürlich. Dann haben wir beim Tor hingeschaut, das ist gegraten. Und dann ist mir hingefallen, der Schopenhauer hat gesagt, du steigst nie zweimal in gleiche Bach. Hat er gesagt. Das nächste Stück, was da schon umhält, heißt Teure Mutter.